So, herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Mein Name ist David Arian und ich komme heute mit einem super wichtigen Thema. Eigentlich sind alle Themen wichtig, über die ich spreche, aber heute ganz besonders wichtig. Anlass vom heutigen Video ist der folgende. Es sind immer wieder Bestandskunden auf mich zugekommen und haben mir Folgendes mitgeteilt. Ja, David, wie könnt ihr eigentlich bei einer 1:1-Betreuung trotzdem immer weiter wachsen? Sie haben mir auch immer wieder mitgeteilt, dass sie am Anfang die Befürchtung hatten, dass sie vielleicht nicht so intensiv betreut werden, weil wir ja schon in Haufen Kunden haben und da wir einfach schon stark am Wachsen sind und dass sie vielleicht irgendwann zu kurz kommen, weil es ja eigentlich gar nicht möglich ist, im 1:1 weiter betreut zu werden, wenn wir halt zu groß werden, in Anführungsstrichen. Und dieses Video richtet sich auch an alle Inputfresser, die, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die denken, dass sie unternehmerisch wachsen werden, dass ihr Unternehmen Wachstum erzielen wird, indem sie einfach Hauptsache viel Input bekommen. Auf irgendwelche Seminare gehen oder keine Ahnung, auf irgendwelche Events, bla bla, wo es einfach nur darum geht, Informationen zu bekommen. Und ich kann dir wirklich eine Sache sagen, dann hast du nicht verstanden, wie Beratung funktioniert und du hast auch nicht verstanden, wie man Wissen bekommen sollte, um den maximalen Output zu gewährleisten. Und dazu habe ich ein paar Dinge vorbereitet. Ja, ich bin eigentlich ein ziemlich intuitiver Typ. Ich habe aber für heute mal so Punkte runtergeschrieben, die ich dir in diesem Video mal erklären möchte und dir auch die Sorge nehmen kann, dass du jemals bei uns zu kurz kommen wirst. Also fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Erstens, wir bei SalesX haben eigentlich seit Stunde Null unsere Berater, die wir extrem, extrem intensiv ausgebildet haben, die das gesamte Wachstum mit SalesX gemacht haben. Das heißt, unsere Berater sind keine Dullis, die wir gestern eingestellt haben. Wir haben nicht das System, was fließbandmäßig unsere Kunden abfrühstückt und dass es sich nur so anfühlen soll wie 1:1, sondern es ist wirklich 1:1. Du bekommst hier bei SalesX ein Beraterteam an die Seite, ein festes, mit festen Ansprechpartnern, die auch was können. Sie haben selber extrem erfolgreiche Kundenprojekte bereits eigenständig, ohne unser Zutun umgesetzt und begleiten es bis heute. Das ist auch übrigens der Grund, warum eigentlich fast jeder Kunde, der mit uns zusammenarbeitet, auch dauerhaft verlängert. Auch wenn du mal was super Dringendes hast und es mal später ist als die Geschäftszeiten, dann bekommst du von diesen Leuten eine vernünftige Antwort. Außerdem sind diese Leute darauf geschult, nicht einfach nur irgendwelchen Input immer zu wiederholen und weiterzugeben. Es geht auch nicht darum, einfach immer denselben Input den Leuten vor die Füße zu legen und zu sagen, ja, mach mal jetzt einfach, sondern komprimiertes Wissen zur jeweiligen Situation, in der sich der Kunde und das Unternehmen befindet, weiterzugeben und dann, und das ist das Allerwichtigste, maßgeblich bei der Umsetzung zu helfen. Das heißt, es geht nicht darum, einfach nur Wissen weiterzugeben, sondern es geht darum, das richtige Wissen zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise zu transferieren, sodass der Kunde oder das Unternehmen vernünftig in die Umsetzung kommt und dann bei der Umsetzung, und das gehört sich eigentlich auch so, ich weiß nur nicht, warum das aktuell im Coaching- und Consulting-Markt gang und gäbe geworden ist, einfach nur irgendwelche Kurse zu bekommen, irgendwelche Skripte und dann hier, bitteschön, mach mal. Es geht um die operative Begleitung. Ich erzähle es immer wieder. Operative Begleitung ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, einfach Hauptsache viel Wissen, Quantität, sondern es geht darum, das richtige Wissen, Qualität an der Stelle, zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise und dann bei der Umsetzung zu helfen. Das ist der erste Punkt, der erstmal super, super wichtig ist zu verstehen. Als zweites haben wir regelmäßige interne Meetings, wo auch die Geschäftsführung, also Tarek oder ich, mit Teil sind, wo wir ohne das Wissen unserer Kunden regelmäßig an den Projekten schrauben. Das heißt, wir haben regelmäßige Meetings, wo wir uns die Unternehmen nochmal anschauen, nochmal ganz genau analysieren, screenen, den Fortschritt dokumentieren, wo wir schauen, okay, was könnten die nächsten Schritte sein, was könnten potenzielle Bottlenecks sein, was könnte schwierig werden, was ist bisher super gut gelaufen. Das heißt, da passiert eine Menge, Menge Hintergrundarbeit, über die sehr viele überhaupt nicht Bescheid wissen, aber wir das halt immer wieder machen in einem ganz, ganz klaren System. Ja, wir sorgen einfach dafür, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, damit diese Kundenprojekte und damit die Unternehmen unserer Kunden einfach nachhaltig wachsen. Und der dritte Punkt, das ist mein Lieblingspunkt eigentlich, unsere Vor-Ort-Komponente. Jeder, der mal bei uns vor Ort war, weiß ganz genau, was ich jetzt sagen möchte. Wenn du einmal bei uns vor Ort bist für eine Woche, wir jeden einzelnen Step mit dir einmal durchgehen, sowohl vom was ist der richtige Input bis hin zu okay, wir begleiten dich, wir telefonieren mit dir, wir hören bei deinen Calls zu, wir haben einfach mal eine Woche intensive Zeiten miteinander, weißt ganz genau, was danach passiert. Danach geht es nicht mehr darum, dauerhaft von uns bespielt zu werden mit neuem Input, sondern danach geht es darum, umzusetzen. Wenn du mal eine Woche bei uns vor Ort warst, dann bekommst du schon so viel angepasst auf deine Situation, dass du erstmal wahrscheinlich 1, 2, 3 Monate lang damit beschäftigt bist, das umzusetzen. Und dabei begleiten wir dich dann. Das heißt, um es zusammenzufassen, unser Aufwand sinkt exponentiell, wenn wir
extrem viel Aufwand in diese eine Woche stecken, weil danach weißt du alles, du hast sämtliches Handwerkszeug, wir haben es mit dir auch schon operativ umgesetzt, das heißt, du bist schon mal in das Gefühl gekommen, neuen Input direkt umzusetzen und danach geht es um Wiederholung. Und diese Wiederholung wird natürlich durch Korrekturschleifen von uns gefördert und auch gegebenenfalls nachjustiert. Das heißt, danach, nach so einer Woche bei uns vor Ort, geht es ums Nachjustieren, da geht es um Wiederholung, da kommen natürlich auch mal hier und da ein paar Probleme auf, aber dafür ist unser Beraterteam groß genug und auch gleichzeitig kompetent genug, um das wiederum zu fördern. Das heißt, wir nehmen es in Kauf, einfach extrem viel Aufwand am Anfang aufzunehmen, aber dafür dann katapultartige Ergebnisse zu produzieren, schnelle Ergebnisse zu produzieren und vor allen Dingen nachhaltige Unternehmen zu bauen, weil diese Kompetenzen wirklich etabliert sind. Bei uns geht es nicht darum, dass wir jedem einfach dasselbe Wissen und denselben Input zur Verfügung stellen, sondern es geht darum, komprimiert auf deine Situation, auf deine Ressourcen, weil auch nicht jeder als Unternehmer hat dieselben Ressourcen. Einige Unternehmen haben Mitarbeiter, andere Unternehmen haben mehr Mitarbeiter, andere gar keine. Am Ende des Tages geht es darum, angepassten Input zu bekommen. So, wenn das nicht so wäre, und jetzt belege ich euch das einfach mal, dann könntet ihr ehrlicherweise auch einfach Bücher lesen und selber zum Milliardär aufsteigen. Da das nicht der Fall ist, so, und Bücher sind nun mal in dem Fall wirklich einfach nur Know-how und Input, Wissen. Das Wissen reicht nicht nur, um Umsatz zu machen oder um zu wachsen, braucht man einfach Menschen, kompetente Menschen, die als strategischer Partner auftreten und dich bei der Umsetzung operativ begleiten. Das sind drei Punkte, die maßgeblich dafür verantwortlich sind. Wie gesagt, natürlich funktioniert die 1:1 Beratung auch digital, ist logisch, per Zoom oder per Telefon oder wie auch immer. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, das ist völlig in Ordnung. Aber ich sage ganz ehrlich, diese persönliche Basis, das macht einfach nochmal einen wesentlichen Unterschied. So, das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt sind unsere Events. Unsere Events stellen nicht nur einfach Frontalbeschallung dar, unsere Events sind wirklich auch, ich sage immer, die sind tailor-made. Wir schauen uns erstmal die Probleme der ganzen Leute an, schauen, okay, wie können wir das Event möglichst so gestalten, dass man genügend angepassten Input hat. Unser letztes Warschau-Event, Feedback war immer wieder, hey, jetzt habe ich ganz genau klares Werkzeug an der Hand, das ich jetzt einfach nur noch umsetzen muss. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel. Das Ziel ist es wirklich ganz genau, den Leuten eine Grundlage mitzugeben, eine Bedienungsanleitung, angepasst auf ihre Situation, um es einfach umzusetzen, mit unserer Hilfe natürlich, um dann dafür zu sorgen, dass das Unternehmen nachhaltig wächst. Unsere Events spiegeln so eine großartige emotionale Erfahrung auch dar, sodass die Leute einfach so inspiriert davon sind auch, was ihnen dann wiederum bei der Umsetzung auch extrem hilft. Einige unserer Kunden nehmen auch ihre Mitarbeiter mit zu den Events. Und der fünfte Punkt, das ist der letzte Punkt, ist, ab dem Punkt, wo wir merken, als Geschäftsführung oder innerhalb unserer Kundenberatung, dass das zu viel wird, dann boarden wir nicht mehr unendlich Kunden on am nächsten Monat, nur weil wir irgendwie den Cashflow boosten wollen oder was auch immer. Das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Wenn wir merken, es wird zu viel, dann machen wir eine Warteliste. Dann verlegen wir den Startzeitpunkt einer Betreuung auf den nächsten oder auf den übernächsten Monat, um bis dahin uns Kapazität freizuschaufeln. Das ist völlig logisch. Wenn ich merke, ich kann meine Qualität nicht mehr aufrechterhalten, dann höre ich erstmal auf, Kunden anzunehmen. Beziehungsweise dann stelle ich die Kunden erstmal in die Zukunft, dass ich mich bis dahin erstmal ordnen kann, die bestehenden Unternehmen erstmal abarbeiten kann, bis ich dann wieder in der Lage bin, neue Kunden aufzunehmen. Bei uns ist noch nie ein Kunde rein quantitativ und qualitativ untergegangen. Ist noch nie passiert. Es liegt einfach daran, dass wir total systematisiert, aber trotzdem super individuell auf die einzelnen Unternehmen, sogar auf ihre Mitarbeiter eingehen und trotzdem am Ende in der Regel immer Rekordergebnisse erzielen mit diesen Unternehmen. Und meistens sind es auch nicht nur Leute, die noch nie in einem Coaching oder noch nie in einer Beratung waren, sondern meistens oder häufig sind es auch Menschen, die schon mal woanders waren, aber bei uns eben der Erfolg maßgebend war. Und in diesem Sinne kann ich eigentlich jeden beruhigen, der sich denkt, ja, wie sollen das gehen? 1:1 und so, das geht hundertprozentig. Und auch an all diejenigen, die immer gesagt haben, hey, ein 1:1 Geschäftsmodell ist nicht skalierfähig, das stimmt gar nicht. Ich brauche nicht 100.000 Kunden, ich brauche die richtigen Kunden. Und ich brauche Kunden, mit denen ich ganz, ganz strategisch arbeiten kann, die gut in der Umsetzung sind und wir dann gleichzeitig nach und nach ein Step nach dem anderen machen. Was wir bei SalesX nicht machen ist, einfach jedem dasselbe Wissen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, mach oder es ist mir scheißegal. Weil so funktioniert es nicht. So funktioniert Beratung nicht. Echte Beratung ist in meinen Augen, sich Unternehmen ganz genau anzuschauen, zu schauen, was haben wir hier für Ressourcen, was haben diese Menschen, dieser Zusammenschluss aus Menschen und dieses Unternehmen, was haben sie überhaupt für ein gemeinsames Ziel? Und unsere Aufgabe als Berater ist es, die individuellen Ziele und die individuellen Ressourcen miteinander zu vereinen. Das ist das, was wir hier bei SalesX machen.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls du weitere Fragen hast, kannst du uns gerne kontaktieren auf den sozialen Kanälen. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.